Frau Jenner, Sie sind CEO von Microsoft Schweiz und immer noch eine der wenigen Frauen in Top-Kader-Position. Stört Sie das eigentlich, dieses Thema Gender, Frauen als CEO, stört Sie das? Also mittlerweile, muss ich sagen, ist es schon ein bisschen auffällig häufig, diese Diskussion. Und ich finde, dass das auch die, ich sag mal, die eigentliche Sache nicht wirklich weiterbringt. Da müssen wir schon noch andere Wege gehen, als nur darüber in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Geredet wird viel, gehandelt wird wenig. Reden wir also lieber über Fachthemen, wie zum Beispiel Homeoffice. Das ist ja ein großes Thema momentan. Wie sind Sie bisher zufrieden mit dieser Umsetzung? Also erstmal bin ich, was Microsoft betrifft, sehr zufrieden. Ist halt auch eine der Maßnahmen, die dazu führen wird, hoffentlich, dass wir eben mehr Frauen auch bekommen können, auch in Führungspositionen, bessere Vereinbarkeit haben von Familie und Beruf. Deswegen ist Homeoffice natürlich sehr, sehr wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es in der Schweiz schon noch sehr viel Nachholbedarf. Wir haben auf der einen Seite große Verkehrsprobleme, Umweltthemen, die uns begleiten. Von daher ist es schon wichtig, sich flexiblen Arbeitsformen zu stellen. Und deswegen haben wir auch wieder einen Homeoffice Day in Vorbereitung jetzt im Juni. Und ich bin zuversichtlich, dass wir aufgrund dieser doch inzwischen auch breiter aufgestellten Initiative noch mehr Unternehmen begeistern können, flexiblere Arbeitsformen, ja, zumindest sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht dann auch in den täglichen Alltag zu integrieren. Ihre Konkurrenz oder eine der Konkurrenz, Yahoo, und Ihre CEO-Konkurrentin in diesem Sinne, Frau Meier, die sagt ja, nein, finde ich überhaupt nicht gut. Was halten Sie von dieser Strategie? Also ich denke, dass es einmal ein Führungsthema ist. Das muss sie dann klären. Ich glaube, dass flexible Arbeitsformen brauchen natürlich ein gewisses Regelwerk. Das heißt, Regelwerk im Sinne von, die Mitarbeiter brauchen klare Zielvereinbarungen. Wenn sie die haben, können sie natürlich auch flexible Arbeitsformen erlauben, ermöglichen. Und genau das ist das, was wir auch mal ein bisschen propagieren. Und wenn das natürlich in einem anderen Unternehmen nicht funktioniert, dann wird es sicherlich viele Gründe dafür geben. Ich kann nur sagen, es ist aus meiner Sicht ein Schritt zurück und passt nicht wirklich in die Branche, die ja nun, sag mal, die Möglichkeiten überhaupt erst initiiert hat, dass wir auch im Homeoffice arbeiten können. Also von daher glaube ich, ist es wichtiger, kulturell zu arbeiten und ich sag mal, einheitliche Zielvereinbarungen zu haben für jeden Mitarbeiter, sodass man dann wirklich auch ruhigen Gewissens sagen kann, es geht nicht um Präsenz, sondern um Ergebnisorientierung in der Arbeit. Aber genauso in der Kaffeepause und so, dann stehen doch die kreativen Ideen, ja. Das macht Google vor und die sind eigentlich auch immer im Büro, nicht? Also ich denke mal, bei uns ist ja auch nicht so, dass jeder jeden Tag im Homeoffice ist, sondern man kann das ja so gestalten, wie man es für richtig befindet. Es gibt Tage, wo man weiß, dass man den Austausch mit Mitarbeitern sucht, dann ist man oder mit Kollegen sucht, dann ist man sicherlich eher im Büro als zu Hause im Homeoffice. Ja. Und dann gibt es Tage, wo man vielleicht etwas Strategisches ausarbeiten möchte oder eine Präsentation vorbereiten will, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn man sich zurückziehen kann. Darüber hinaus haben wir ja auch bei uns in den Räumlichkeiten es so geschaffen, dass sie Rückzugsmöglichkeiten haben, als auch Orte der Begegnung haben. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass sie flexible Formen ermöglichen im Büro. Das aus meiner Sicht eine ganz andere Bedeutung bekommen wird, ist es für mich einfach ein Ort der Begegnung. Das ist für mich das Büro der Zukunft und weniger ein Ort, wo man Präsenz zeigen muss von 8 bis 17 Uhr, um dann anhand dieser Präsenz beurteilt und bewertet zu werden. Danke, Frau Jenner, für diese Kurzbegegnung hier am Kennenstand. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Danke.